Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich begrüße euch ganz herzlich in meinem kreativen Chaos. So, ich habe einen kleinen Action-Haul. Und zwar war ich kurz vor der Hochzeit mit meiner Freundin nochmal beim Action, weil wir nach Sektgläsern und nach Tischdecken geguckt haben. Tischdecken haben wir gefunden, die zeige ich euch nicht, die sind gerade in der Wäsche. Sektgläser haben wir dann nicht bekommen. Die haben wir dann beim Teddy bekommen, aber die sind jetzt auch schon wieder verräumt und alles, deswegen, das ist jetzt auch nicht so spannend. Aber der Action Hall ist ein bisschen spannend. Und zwar haben sie bei uns langsam die Weihnachtssachen aufgebaut und eigentlich wollten wir ja wirklich nur kurz nach den Decken, Tischdecken und sowas gucken. Ja, aber ich konnte nicht an den Sachen vorbeigehen. Ich habe nicht alles bekommen. Also ich wollte eigentlich noch die Stanzen haben, die waren aber bei uns noch nicht da. Und deswegen jetzt erstmal mit den Sachen, die ich jetzt so habe. Und zwar fange ich an einmal mit den Papercraft Sets. Da habe ich 4 Stück bekommen. Ich weiß nicht, ob es 4 Stück gab. Also es ist hier unten steht immer eine Nummer. Könnt ihr das sehen? Genau, ich habe 1 bis 4, ist das 1 bis 4 oder 1 bis 5? Ne, 1 bis 4. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es davon mehr gab, aber die gab es jetzt bei uns. Und ja, ich packe die mal aus. Also ich habe sie auch noch nicht ausgepackt. Huch, naja, egal. So. Und ja, das ist halt, also ihr wisst ja, dass ich früher Demo war bei Stampin' Up und habe natürlich hauptsächlich Sachen von Stampin' Up benutzt. Und da habe ich halt immer geschätzt und schätze auch heute noch, dass die Produkte unglaublich gut aufeinander abgestimmt sind. Und die Farben alle toll sind, das Papier eine super Qualität hat und sowas. Also Stampin' Up ist schon eine tolle, hat schon tolle Produkte. Aber ich will ja auch andere Sachen jetzt ausprobieren und jetzt habe ich mir halt einfach mal gedacht. Alle schwärmen so davon, von diesen Papersets und sowas. Jetzt hole ich sie mir auch mal. Und ich kann euch leider nicht mehr sagen, wie teuer die waren. Auf jeden Fall waren sie nicht sehr teuer. Ich habe leider den Kassenbon nicht mehr. Also jetzt in dieser ersten Tüte ist drin einmal eine Kordel und dreimal so ein Holzwimpel mit Warm Wishes drauf. Dann haben wir 2 Stickerbögen, 2 verschiedene, sehr niedlich. Die gefallen mir echt gut. Ja, finde ich echt schön. Der hier, der Strauß hier, gefällt mir gut, das Häuschen. Der Schneemann. Also echt schöne Sticker. Beim Papier, das ist immer doppelseitig. Das, was ich bei dem Actionpapier halt immer wirklich so ein bisschen schade finde, ist, es wirkt halt leider immer so ein bisschen schmutzig, so ein bisschen trüb. Also in der Kamera sieht es relativ farbintensiv aus, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Also es ist ein bisschen schmutziges, also ein bisschen ein schmutziges Rot. Das Motiv ist allerdings trotz allem sehr schön. Hier haben wir diese Schneeflocken in Savanne und Espresso, also in diesen Tönen. Richtig schön, gefällt mir echt gut. Also ich finde die Seite schöner als die. Hier haben wir dieses süße Schaukelpferdchen. Oh, die sind schön. Diese Birken im Hintergrund, das gefällt mir gut. Kann ich mir auch sehr gut auf einer Karte vorstellen. Haben wir hier einmal Herzchen. Oh, und hier Vögelchen, das ist auch süß. Obwohl ich bei so einem Hintergrund immer nicht weiß, wie ich den benutzen soll. Da bin ich immer so ein bisschen... Hier, Tannenbäume. Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Hier nochmal Tannenbäume. Und Schneemann. Sehr schön. Dann gibt es noch Text dabei. Oh, der ist aber... Ach, das ist... Okay. Das hätten sie sich meiner Meinung nach schenken können. Weil das kann man ganz schlecht lesen.
Hier steht Wanna Build a Snowman. Also das ist tatsächlich, da werde ich dann wahrscheinlich was drüber kleben oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Also das Happy Winter und sowas, das Hugs, das kann man ganz gut lesen. Winter Wishes, aber hier das ist, sieht Warm Home, okay. This Season, To Be Jolly. Ja, also das kann man noch sehen, aber das hier sieht man gar nicht. Also da muss man wirklich schräg halten und sowas. Das hätten sie sich meiner Meinung nach schenken können. Dann da lieber mit einem roten Embossing-Pulver drüber. Als mit diesem komischen Flitterzeugs. Das ist. Ja, kann man mal probieren. Jetzt weiß man, wie man es aussieht und dass man es das so vielleicht nicht unbedingt machen sollte. So, dann haben wir hier einen Bogen mit Ausstandsteilen, ein Bäumchen. Die scheinen ganz okay ausgestanzt zu sein. Ja, hier haben wir noch eine Schachtel. Das scheint ein Häuschen zu sein. Dann haben wir hier wieder eine Schachtel, wieder Tags und wieder Stanzteile. Also die gefallen mir wirklich gut. Ich finde hier bei diesen Sachen wirkt es auch ganz gut, wenn das Papier ein bisschen, ja, also nicht so klar ist. Das ist ja süß. Ein Schneehase, Holiday. Ja, echt schön. Oh, das ist auch schön. Das gefällt mir auch richtig gut. Auch hier dieses Blumenbouquet finde ich echt schön. Der Bär, der guckt ein bisschen traurig. Vielleicht hat er sich gerade seinen Winterspeck angefressen und ist traurig, dass er, keine Ahnung, keine Kekse essen darf oder so. Weil er schon voll ist. Keine Ahnung. So, jetzt wäre ich Ihnen höchst verbunden, wenn Sie hier rauskommen würden. Dankeschön. Haben wir hier so eine schöne Häuser-Winterlandschaft. Das gefällt mir echt gut. Das kommt richtig gut. Pünktchen im Hintergrund. Die finde ich auch echt schön. Das ist toll. Ja, da finde ich das schöner. Obwohl ich das auch nicht schlecht finde, aber das finde ich schöner. Ja, mit den Häuschen. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu unruhig. Ich weiß auch nicht, obwohl das ja mit dem anderen hier, ne, das ist ja auch mit den Häusern und sowas, aber ich finde, das wirkt harmonischer als das hier. Aber so als kleine Streifen kann man das. Entschuldigung. Ja, als schmale Streifen stelle ich mir das auch ganz nett vor. Ach, das ist ja putzig. Über kleine Schneemänner im Hintergrund. Okay. Das hier kann man sehr schön hier so teilen. Dann hat man so schöne Aufleger für die Karten. Gefällt mir gut, finde ich interessant. Da hätte man vielleicht die Motive ein bisschen anpassen können, damit man hier jetzt nicht so Streifen hat, die man jetzt quasi nicht benutzen kann. Obwohl das hier geht noch, das kann man noch benutzen, damit er hier unten den nicht. Der hier oben ist quasi auch verschenkt. Da hätte man das ein bisschen runterziehen können, dann wäre das alles ein bisschen harmonischer gewesen. Ja, also hätten sie es ein Stück weiter runtergezogen und ein Stück nach rechts gesetzt, dann hätten wir hier zwei von diesen komplette Muster drauf. Das wäre natürlich viel besser gewesen. Aber naja, gut. Motzen auf hohem Niveau. Oh, das ist toll. Das ist richtig toll. Das hier finde ich auch nett, aber das finde ich schöner. Und hier, das typische Karo. Das hat so Tischdecken-Vibes, ne? Ja, das ist jetzt nicht so meins. Das finde ich ganz nett. So, das war der erste Paperblock. Okay, wir haben jetzt hierfür schon, keine Ahnung, 6, 7 Minuten gebraucht. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. So. Zum zweiten Paperblock. Und da, ja. Wer zu Hause mit viel Papier arbeitet, der hat auch solche Dinger.
ich mir mal für die Arbeit, weil ich ja auf dem Amt arbeite und wir sind da noch nicht so weit mit Digitalisierung und so. Da braucht man also noch Entklammerer. Ich nenne sie immer liebevoll Zähnchen. Falls, weiß ich nicht, habe ich das schon mal erzählt? Bestimmt. So, hier haben wir eine kleine Tüte mit Glöckchen und einer Kordel. Wieder sehr schöne Sticker. Okay, der ist ein bisschen creepy. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Oh, der Wichtel ist ja putzig. Tee. Dann, oh, die sind schön. Also den will ich mir wahrscheinlich nochmal holen, weil ich die Papiere einfach total klasse finde. Hier haben wir einfach so ein schönes Aquarellmuster, also so ein Aquarellbild. Hintergrund einfach sehr dunkel, so ein dunkles Blau. Obwohl das nicht eben blau wirkt. Ja. Das hier finde ich super schön. Das ist wirklich traumhaft schön. Das wirkt ein bisschen fleckig. Aber ich weiß nicht, ob das Papier ist, das fleckig wirkt oder... Ja, aber das steht außer Frage. Ich werde natürlich diese Seite hier benutzen. So schön. Das hier ist auch echt schön. Also dafür, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Weil ich finde das wirklich, wirklich toll. Hier haben wir noch so eine Art Goldton. Das hier ist auch super schön. Oh, die Sprenkel, die brauche ich jetzt nicht, weil das ist viel schöner. Das hier ist auch hübsch. Ja, das ist auch ein sehr schöner. Im Video wirkt es jetzt eher grau, aber das ist so ein Grünton. Sehr schön. Dann haben wir hier Anhänger. Der ist toll. Der ist auch sehr schön. Ja, sehr schöne Anhänger. Geht's weiter zu den Stanzteilen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, damit wir hier nicht noch in 5 Jahren sitzen. Aber Blumen. Also alles halt in Gold, Schwarz, Weiß gehalten. Sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nehmen wir wieder den creepy Elch. Nee, ist kein Elch. Ist es ein Elch? Ist es ein Hirsch? Das Tier mit Geweih. Das ist aber auf jeden Fall ein Hirsch. Echt schön. Also was die sich bei diesem Hirsch-Ding da gedacht haben, das sieht doch wirklich aus, als wäre das aus einem Gruselkabinett. Es sieht cool aus, aber... Oh, der ist ja schön. Ich finde ihn ein bisschen gruselig. Ich bin halt auch eine Schissbuchs vom Herrn, ne? Also... Ganz ehrlich, ich wäre die Letzte, die freiwillig in den Keller geht, wenn es da unten rumpelt. Ich bin nicht sonderlich mutig. Aber jeder hat andere Qualitäten. Oh, hier. Ich habe dann kein Problem damit, mich mit anderen Leuten zu streiten, wenn ich irgendwo was sehe, was unfair ist. Das ist toll. Das ist cool. Sehr unruhig. Also das kann man nicht als komplett, kann man nicht komplett nehmen. Aber sehr schön. Das ist toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Ich hoffe, der Hintergrund ist nicht schön. Ach, der geht. Gott sei Dank, weil der ist wirklich traumhaft schön. Genauso wie das hier ist auch super schön. Da bin ich ja fast froh, dass mir die Hintergründe nicht so gut gefallen. Das finde ich auch cool. Oh ja. Ja, ja, ja. Den hole ich mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Karten damit mache, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Wollt ihr mit dabei sein, wenn ich die Karten mache? Oder wollt ihr nur das Endergebnis sehen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben.
dann mache ich da dann entsprechend ein Video zu. Ich habe noch, das habe ich noch nicht gedreht, das plane ich aber noch, weil wir sind ja jetzt noch quasi mitten in den Flitterwochen. Wir hatten übrigens eine sehr schöne Hochzeit. Es hat alles wirklich wunderbar geklappt. Mein Mann sah fantastisch aus. Und jetzt stimmt es tatsächlich auch, wenn ich sage, mein Mann. Ich muss mich zwar noch an den neuen Nachnamen gewöhnen, also ich habe seinen Namen angenommen, nicht aus Überzeugung, denn ich halte nichts davon, etwas zu tun, nur weil es Tradition ist. Es ist halt einfach praktischer, wenn man einen Familiennamen hat. Das ist der einzige Grund. Und er hat meinen Namen nicht angenommen, was er getan hätte, weil ja bei uns noch nicht völlig klar ist, ob es nicht noch eine Erwachsenenadoption gibt. Also meine Mutter ist schon seit 26 Jahren zum zweiten Mal verheiratet. Und der zweite Mann meiner Mutter ist mein Vater. Also der hat mich auch zum Traualtar gebracht. Und oh, es war so süß. Er hat mich reingebracht. Ich bin klar zu meinem Mann und alles. Also, ihr wisst, was ich meine. Und wir wollten gerade anfangen. Und dann höre ich es hinter mir nur schluchzen. Und ich dachte mir nur, was geht ab? Und dann steht mein Vater, heult wirklich Rotz und Wasser. Und er sagt, Moment, wir müssen erst warten. Ich muss erst zu meinem Papa. Und dann musste ich natürlich erst zu meinem Papa und erst mal knuddeln. Und das war wirklich ein unglaublich emotionaler, schöner Moment. Und ja, es war wirklich ein sehr schöner Tag. Jetzt geht's aber hier erstmal weiter, weil ich mache nämlich noch ein extra Video zum Thema Hochzeit. Ich zeige euch da unsere Deko, ich zeige euch ein paar Bilder von der Hochzeit, ich zeige euch ein paar Bilder von meinem Kleid. Das war nämlich besonders schön. Und ja, das wollte ich halt einfach extra machen. Und ja, jetzt geht's aber hier erstmal weiter. Und zwar hier, das geht halt alles mehr so in die Nat Richtung so Natur und so ganz warme Töne, wunderschön, also wunderschöne Sticker, ganz toll. Oh ja, das ist ein schöner Hintergrund, das kann man einfach schön in der Mitte teilen und dann hat man einen wunderschönen Hintergrund. Nein, kann man nicht, weil der Hintergrund ist viel schöner. Also der ist ja wirklich toll, ganz wunderschön. Geht's hier weiter wieder mit einem Aquarell-Look. Ist auch toll. Das gefällt mir gut. Ich glaube, dann muss ich tatsächlich das hier nehmen, weil das finde ich noch ein Ticken schöner. Das ist auch toll. Das kann man auch sehr schön als Kartenhintergrund nehmen. Da fällt es mir jetzt tatsächlich wieder sehr schwer, weil das ist schön, aber das kann man. Also das würde ich tatsächlich nicht zerschneiden wollen. Weil das so im Gesamtbild halt einfach so stimmig ist. Mal gucken, ob ich damit vielleicht irgendwie ein Scrapbooking-Layout oder sowas mache. Mal schauen, war das wirklich schön. Dann haben wir hier noch. Das ist so bräunlich-grünlich, total schön. Und hier haben wir dann noch Streifen. Habe ich das schon gezeigt? Nee, das hatte ich noch nicht gezeigt. Das ist auch schön. Ja. Total schön. Also die Papiere und das alles sind von der Aufmachung her wirklich, wirklich schön. Ah, hier haben wir wieder diesen komischen Stoffbezug. Also hier bei diesen Rahmen und sowas, da geht das noch. Cozy Day und sowas. Let it snow. Cold Days, Warm Hearts. Ja, wenn man das entsprechend hält, kann man es lesen. Shine bright like the stars. Ja, also das geht noch, das kann man noch lesen. Hello Pumpkin, das ist auch süß. So, bisschen schneller hier durch. Und ja, also ich wollte euch ja eigentlich auch bei dem Herstellen der Deko mitnehmen, aber das hat zeitlich halt einfach überhaupt nicht gepasst. Und oh, das hier hat ein kaputtes Beinchen, das arme Reh. Ja, ein wunderschöner Wolfskopf. Ganz, ganz toll.
sehr schöne Motive. Oh. Also das ist wirklich, ich glaube, den brauche ich auch zweimal. Das hier ist auch so schön. Hatten wir den Bären nicht schon irgendwo anders drin? Keine Ahnung. Ja, sehr schön, wirklich toll. So, hier haben wir ein Karo-Muster. Ah, das sind viele Karo-Muster. Eintönig. Karo in Grün. Und Hintergrund in Grün. Ah, und das hier ist quasi so eine Kopie von einem Wellenpapier-Dings. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ah, da finde ich den aber schöner. Also das hier finde ich ganz cool, aber ich glaube, das finde ich besser. So ein Zopfmuster. Ja. Das hier ist schön. Das ist sehr schön. Ja, da nehme ich auf jeden Fall die Seite. Und das hier wirkt jetzt hier wieder so gräulich braun, aber das ist tatsächlich auch grün. Und dann haben wir hier noch die grünen Schneeflocken. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe jetzt bis jetzt bei keinem das Gefühl, wo ich denke mal, oh, da ist jetzt das Geld aber umsonst ausgegeben. Also wirklich toll. Diese Paper Craft Sets sind wirklich, wirklich schön. Na, es geht auch so. Zack. Habe ich euch eigentlich gesagt, was da noch in dem Papier drin war? Ja, Kordel und Anhänger. Mit Papier. Mit aus. Nicht aus Papier. Aus der Vorstufe von Papier. Bäumen. Aus Holz. Oh Mann. So, hier haben wir einmal silberne Glöckchen mit Band. Sehr schöne aquarellige Polartierchen. Sehr hübsch. You make me melt, ja. Das ist echt schön. Das gefällt mir echt gut. Ganz bezauberndes Papier. Das hole ich mir auch auf jeden Fall nochmal. Ich bin ja eigentlich nicht so der lila Typ. Aber dieses lila-blau finde ich unfassbar schön. Das ist auch schön. Das hier so als Ausschnitt ist auch bestimmt ganz toll. Das war die Rückseite? Das war die Rückseite. Oder die Vorderseite. Sehr schön. Das ist toll. Da wüsste ich jetzt fast gar nicht, welche Seite ich lieber benutzen würde. Ich glaube die, weil die gefällt mir richtig gut. Oh, das ist traumhaft, oder? Das ist richtig schön. Ja, das ist niedlich, aber das ist wirklich toll. Also das kann man auch gut teilen, dass man dann hier oben und unten jeweils so eine kleine Waldszenerie hat. Kleinen Federn. Das ist sehr schön. Hier, das lässt sich auch super teilen. Ganz toll. Ach ja. So. Bei den nächsten geht es hoffentlich ein bisschen schneller. Tut mir leid. So. Dann haben wir hier Tierchen. Die Hintergründe sind auch echt schön. Die werde ich mir auch auf jeden Fall behalten, um da noch Herzchen und sowas auszustanzen. Also man muss das ja nicht wegschmeißen, ne? Das ist ja auch süß. Ich bezweifle zwar, dass die alle so zusammen auf einer Eisscholle sitzen würden, aber, ne? Sehr schön. Das gefällt mir auch gut. Das ist auch schön. Ach, das ist alles total schön. Und so auf den ersten Blick sieht das auch alles echt ganz gut geschnitten aus.
der Fuchs ist auch süß. Ja, sehr schön. So, und jetzt kommen wir noch zum Papier. Also hier haben wir wieder einen Aquarell-Look und hier ganz normal eintöniges. Das ist cool. Das hat sowas Arktisches. Ich meine, passt natürlich auch zum Thema, aber ist echt schön. Sehr hübsch. Das ist auch niedlich. Das ist auch ein schöner Hintergrund. Ja, da fällt es mir nicht schwer. Das ist ganz cool. Es hat sowas so Igloo-Vibes. Ganz dezent mit Schneeflocken im Hintergrund. Oh, das ist schön. Das ist toll. Und hier die Sterne, die sind auch echt schön. Ja. So. Schön, dass wir zusammenpacken. So, ups. So, dann geht es weiter. Einmal habe ich Washi-Tape gekauft. Ich hatte jetzt keine Zeit, da genau zu gucken, weil ich war eh schon spät dran und meine Freundin war eh schon nicht so begeistert, dass ich da jetzt Bastelsachen geguckt habe. Ich konnte nicht anders. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann zumindest einmal Washi-Tape mitgenommen. Und das ist doch mal ein wunderschönes Grün. So ein Grün-Blau. Toll. Also ist ja nicht so, als hätte ich nicht viel zu viel Washi-Tape. Aber bei manchen Sachen kann man halt einfach nicht so gut vorbeigehen. Hier, dieses Schwarz ist auch toll. Ja, wahrscheinlich müssen die anderen auch noch bei mir einziehen. Ich muss mal schauen. Ja, auf jeden Fall wirklich, wirklich schönes Washi-Tape. Das hier ist auch schön. Es wirkt jetzt hier alles viel gräulicher, als es tatsächlich ist. So, das packen wir direkt mal wieder weg. Und dann habe ich noch diese Matte Metallic Glitter Sets geholt. Und ich weiß gar nicht, wie viel. Also bei uns gab es jetzt nur die hier. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Aber hier einmal Gold, Silber, Schwarz. Blau und Grün. Und rosa und lila Töne. Also die kleinen werde ich für Schüttelkarten oder möchte ich für Schüttelkarten nehmen. Die großen kann ich mir auch gut vorstellen, die auf Karten zu kleben. Weil die haben halt die Größe, da sollte das eigentlich funktionieren, denke ich. So, dann habe ich zweimal, den haben sie nämlich bei uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt, den schwarze Aquarellpapier geholt, zwei Stück. Weil das nehme ich halt gerne als ATC-Grundkarten. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal hier schnell durch den Block durch. Die anderen zeige ich euch dann jetzt. Die dauern noch ein bisschen länger. Das ist ein einseitig bedruckter Weihnachtsblock. Die anderen beiden habe ich mir angeguckt. Die haben mir jetzt auf den ersten Blick nicht so gut gefallen. Also hier sind auch... Also ich gucke halt immer, dass ich bei so Actionblöcken, dass mir da mindestens die Hälfte gefällt. Weil sonst ist es ja rausgeschmissenes Geld. Die Seite finde ich ganz cool. Da mag ich diese, also die Goldakzente dabei. Das ist ja auch schön. Falalalala, falalala. Goldene Tannenbäumchen. Das hier finde ich auch sehr schön. Die gefallen mir richtig gut.
Also die kann man halt auch schön so als December Daily oder sowas nehmen. Fällt mir gut. Jetzt hier, wie gesagt, einfach mal ganz schnell durch. Das finde ich auch niedlich. Die finde ich auch schön, die Tags. Die finde ich richtig cool. Da weiß ich nur noch nicht, was ich damit anstellen soll. Aber die gefallen mir gut. Also Klassiker. Da hätte ich mir zum Beispiel so die goldenen Pünktchen gewünscht. Das hätte gut ausgesehen. Die Sprüche sind auch schön. Ja, hier hätten auch ein paar goldene Pünktchen dabei sein können, finde ich. Hier auch. Ah, hier, das ist ein bisschen arg wenig goldene Sternchen, aber naja. Und oh, hier haben wir auch nochmal so Schneeflöckchen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das hier quasi ausschneiden soll. Für die Langkarte oder sowas. Muss ich mal überlegen. Weil das finde ich eigentlich zu schade, um das wegzuschmeißen. Weil das kann man ja hier schön schneiden. Dann hat man auch gleichmäßig keinen goldenen Rand außen. Muss ich mal gucken. So, dann geht es weiter mit DIY-Card-Making-Blöcken. Da habe ich fünf, sechs Stück von bekommen. Hier hinten seht ihr die einzelnen Motive. Ich gehe jetzt hier einfach nur mal schnell durch. Hier unten habt ihr immer den Sketch quasi. Das fand ich halt besonders niedlich. Ob ich davon jetzt alles so mache, wie es da drauf ist, weiß ich noch nicht. Aber einfach mal schauen. Also, wo ich ja überhaupt nicht so der Fan von bin, ist dieses Übereinanderkleben und sowas. Das werde ich wahrscheinlich dann nicht machen. Aber einfach mal schauen. Also so wie hier die Mütze dann nochmal da drauf setzen oder sowas. Also das sind wahrscheinlich so Sachen, die werde ich dann nicht machen. Einfach mal gucken. Ja. Also das hier sind so Sachen, da kannst du das Haus dann lieber extra nochmal benutzen. Ja, das ist niedlich. Das ist hier doch schon alles. Also das hier würde ich zum Beispiel, das kann man im Prinzip einfach so lassen. Vielleicht noch hier ein paar von den Zuckersteinen oder den Sternchen daneben, aber der Rest ist da schon drauf. Also da würde ich jetzt tatsächlich nicht nochmal hingehen, um das nochmal zu verändern und dann noch was draufzusetzen. Habe ich lieber andere Teile, was ich aus den Karten noch machen kann. Oder wo ich noch mehr Karten draus machen kann. Rückseite mit allen Motiven. Also das war jetzt die Nummer, das ist die Nummer 2, das andere ist die Nummer 1. Ich habe die mir direkt sortiert. Also die anderen habe ich auch von 1 nach 4 sortiert oder 5. Also das habe ich mir tatsächlich hauptsächlich als Challenge mitgenommen, weil das eigentlich so gar nicht meins ist. Aber jetzt, wo ich das so durchblättere, finde ich es gar nicht so schlecht. Das der Elch, oder ja, ich glaube, es ist ein Elch, der ist ganz cool. Die sind schon niedlich. Also ich hatte mir die nicht genau angeguckt. Weil halt einfach keine Zeit. Aber ich hatte mir hinten drauf geguckt und habe mir gedacht, naja, eigentlich ist das nicht so ganz mein Style. Aber ja. Deswegen habe ich es mitgenommen, um zu gucken. Das hier finde ich richtig cool. Das ist die Nummer 3. Das ist ja gut, der Engel und sowas, das ist jetzt nicht so ganz meins. Ah. Ja. Also das sind so Sachen, das. Ja, also das hier sind wirklich wieder so Sachen, das würde ich komplett
Einfach so aufkleben und die anderen Teile für was anderes benutzen. Weil wofür? Hm? Also, ja, das finde ich echt hübsch. Die Kügelchen und so. Also das sind tatsächlich immer so Sachen, da würde ich jetzt so hier diese Kugeln und sowas, die würde ich wahrscheinlich für was anderes nehmen. Ach, das ist ja auch eine süße Landschaft, süße Szenerie. Warum da jetzt zwei Schleifen sind, verstehe ich jetzt allerdings auch nicht. Ach so, das ist ein. Ah, okay. Muss da nochmal drüber zu kleben. Ja, das brauche ich nicht. Manche Sachen verstehe ich nicht, so wie das hier. Aber gut. Wie gesagt, also hier ist mit den Engelchen und sowas, das ist jetzt halt so gar nicht meins, aber ja, von den Farben her finde ich es ganz schön. So, dann haben wir jetzt die Nummer 4. Das fand ich so niedlich mit den Mäuschen. Hier wieder finde ich Quatsch, das da jetzt nochmal drauf zu packen. Das werde ich dann für andere Karten nehmen. Ist das niedlich? Ich habe es ja die ganze Zeit schräg, dann seht ihr das ja gar nicht richtig. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem einen Eindruck gewinnen. Das ist auch sehr süß. Aber das ist halt auch wieder was. Das kommt dann auf eine Extrakarte. Das kriegt meine Freundin. Ha, sie hasst Gänse. Aus tiefstem Herzen. Keiner weiß warum, sie auch nicht, aber sie verabscheut sie zutiefst. Das hier zum Beispiel macht doch gar keinen Sinn. Wir haben hier das Haus, was quasi hier nochmal draufkommt. Wir haben aber den Baum nicht nochmal. Aber das macht keinen Sinn, Leute. Oh, das ist ja süß. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Was haben wir denn hier? Ein Stück Papier. Ja, das ist auch schön. Sehr putzig. Das ist wirklich putzig. Aber hier die zwei kann man halt auch wieder für eine andere Karte noch zusätzlich nehmen. Sehr süß. So, jetzt sind wir schon bei fast 40 Minuten. Jetzt haben wir hier diesen Block noch. Das ist der 5er. Genau. Ah, und der 6er kommt noch. Das hier war auch so okay. Challenge accepted. Weil halt auch wirklich so gar nicht meins. Aber man muss ja auch mal raus aus seiner Komfortzone. Und ja. Ich bin halt wirklich ein bisschen verwöhnt, was meine Sachen angeht. Und da finde ich es halt spannend, mich mit sowas zu challengen, wo halt alles nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und oder nicht für meinen Geschmack perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und ja. Aber sehr putzige Sachen dabei. Und es sind halt wirklich einfach und schnell gemachte Weihnachtskarten. Das darf man halt auch nicht vergessen. Du brauchst einfach nur ein bisschen Kleber. Du hast überall schon einen Spruch mit dabei. Und brauchst, wie gesagt, einfach nur noch ein bisschen Kleber. Und dann eine Grundkarte und dann war es das. Und das ist natürlich besonders für Kartenanfänger richtig gut. Die Maße sind auch so krumm. 10 mal 15, 15 mal 10 und 13 mal 13. Also sind keine deutschen Maße. Aber das macht ja nichts. Das kann man sich ja zurechtschneiden.
Achso, habe ich euch jetzt hier den hintere gezeigt? Das ist die Nummer 6. Ja. Auch wieder so ein Block, wo ich denke, ja, da muss ich wirklich mich dran setzen und mir überlegen, wie ich das für mich mache. Also bei denen ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, den brauche ich auf jeden Fall doppelt. Da sind ein paar süße Sachen dabei, aber das würde ich mir zum Beispiel nicht doppelt kaufen. Aber ich wollte es halt auch einfach mal ausprobieren. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nichts groß zu Halloween an Papier und sowas gibt. Das fand ich echt schade. So, jetzt haben wir hier die Lux Paper Blöcke. Die habe ich mir auch sortiert von, das ist 13 bis 16. Also da habe ich 4 Stück. Ich weiß nicht, ob es da mehr gab. Dann haben wir hier einmal den mit den Backsachen. Haben die eigentlich Namen? Ich glaube, die haben... Lux Paper Block. Joy, steht da immer irgendwas drauf? Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben keine Namen. Steht hinten was drauf? Nee. Cookies for Santa steht hier. Nö, steht nichts drauf. Also ist das jetzt hier einfach der Cookie-Block. Hat ganz viele Stanzteile. Vellum. Das finde ich teilweise, also da weiß ich teilweise nicht so ganz, wie ich das, was ich damit machen soll. Also wie ich das ausschneiden soll und sowas. Da muss ich dann halt echt mal gucken, weil es ist doch, also das hier zum Beispiel mit einer Kreisstanze, das könnte schwierig werden, weil es hier doch sehr nah am Rand ist. Ja, muss ich mal schauen. Also mit so einem Papier kann ich in der Regel nicht viel anfangen. Ich mal schauen. Hier haben wir kariertes Papier. Kekse. Tischdecke kariert. Marmor. Backsachen mit Kerze. Sieht nett aus. Ich bekomme Lust auf Kekse. Hier haben wir eine Holzmaserung. Lebkuchen und Kekse. Zuckerstangensprenkel. Nee, Zuckerstangensprenkel? Nein, nein, nur Zuckerstreusel. Das war das Wort. So, und hier haben wir dann wieder Ausstandsteile. Ja, also das ist jetzt hier mit dem Mädchen oder Frau oder wie auch immer. Weiß nicht, ob ich damit jetzt so viel anfangen könnte. Muss ich mal schauen. Xmas. Ja, ist ausgestanzt. Die Torte sieht auch lecker aus. Oh, wenn ihr unsere Hochzeitstorte seht. Oh, die hat meine Freundin gebacken. Alter Walter, war die gut. Gott, war die gut. Das war so ein Naked Cake. Mit 2 Etagen und oben war eine Zitronencreme und unten war eine Himbeercreme. Oh. Also den haben wir mittlerweile komplett aufgegessen. Also nicht wir alleine, sondern den haben wir schon geteilt, aber wir haben ihn aufgegessen. Wir haben nichts eingefroren, weil da passt auch Pet auch nicht in unseren Kühlschrank gepasst. Also in unser Eisfach. Roll with it. Na dann. Oh. Aber der war, oh, war der lecker. Richtig gut. So, das war der erste Lux Paper Block. Dann der zweite. Ich gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen schneller. Wir sind ja schon bei ewig vielen Minuten. Ihr habt ja bestimmt auch Besseres zu tun. Hier haben wir einen schönen Goldton. So ein also Mirror Cardstock mehr. Das finde ich, das mag ich. Oh, das ist auch schön. Sehr dunkel, aber sehr schön. Das kann ich mir gut embossed auch vorstellen. Sternchen. So. Wie gesagt, ich beeile mich jetzt hier ein bisschen
dass wir hier einfach schneller durchkommen. Also so ein paar Motive, da wüsste ich jetzt nichts mit anzufangen. Also hier wüsste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ah, ja. Das ist schön, das hier ist auch schön. Ja, das ist echt ein netter Block. Das wäre jetzt allerdings auch keiner, den ich mir jetzt doppelt kaufen würde. Der reicht mir tatsächlich einmal, um den zu verbasteln. Da gibt es andere Sachen, die ich... also, was sieht das jetzt zum Beispiel da drin soll, das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber gut. Ist halt auch schade, dass das halt alles auf Englisch ist und nicht auf Deutsch. Aber ich meine, gut, Hello, Cozy Time und sowas Wurmwisches. Das versteht, glaube ich, jeder. Ja. So, dann haben wir hier einen, den ich wirklich niedlich finde. Das ist dann die Nummer. Das ist die Nummer 14. Das andere war da die Nummer 13. Nummer 14? Was kommt vor 15? Die Nummer 14, genau. Hier, also hier das mit dem Rentier und sowas, finde ich echt putzig. Hier auch mit dem, das ist mehr so ein Roségold oder so ein Roséton. Den finde ich sehr, sehr schön. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Auch hier dieser Rosé Mirror Cardstock finde ich echt toll. Ja, die Grüntöne gefallen mir sehr gut. Boah, das ist jetzt ein Motiv, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Das hier ist ganz nett. So, das hier ist auch putzig. Ich mag diese Rentiertasse, die ist so süß. Na, hier haben wir das nochmal in so einem Terrakotta-Ton. Oh, das ist hübsch. Baum, ist das Baumwolle? Mistelzweig, Baumwolle, irgendwie sowas. Ist auch relativ dick. Sternchen. Grammatur habe ich euch noch gar nicht gesagt, ne? Das hat eine Grammatur von 240 Gramm. Oh, das ist auch süß. Ja, echt schön. Oder habe ich eine überschlagen? Enjoy the season. Ja, ich bin schon gespannt, was ich daraus mache. Wie ich das so hinbekomme. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch das wünscht, ob ich euch dabei mitnehme, wie ich die Blöcke verarbeite. Oder, also, ich werde nicht alle schaffen, gehe ich von aus. Aber so ein oder zwei. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche ihr gerne sehen möchtet und ob ich die mit euch zusammen mache oder ob ich sie euch nur die Ergebnisse zeige. Da würde ich mich echt freuen. Der ist schön, der Baum. Hier haben wir dann Silber. Cozy Night at the Fireplace. Hier haben wir dann einen silbernen Mirror Cardstock. Ah ja, das ist auch wunderschön. Ah, das ist jetzt wieder was, da würde ich dann zum Beispiel wirklich nur so einzelne Streifen nehmen. Es würde mir sonst echt schwer fallen, das zu benutzen. Oh wow, das ist eine Herausforderung. Ja. Aber schreibt mir da doch gerne mal was und wie ihr das gerne sehen möchtet. Ihr wisst, wie sie heißen. Ich finde Weihnachtsstern. Christsterne. Oh, ich bin ja gar nicht ganz im Bild. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt jetzt... Naja, gut, bei den großen Papieren war es, glaube ich, nicht so schlimm. Okay. Also auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt gibt es auch so ein ganz altes Karussell. Das ist schön.
Weil der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist halt immer so voll. Der ist nicht so weit von uns. Aber es ist halt immer schon sehr, sehr voll. So, die letzte. Nein, nicht ganz. Kommt noch ein bisschen. Ja, aber das erinnert mich tatsächlich sehr an den Weihnachtsmarkt auf dem Römer. Das ist sehr schön. So, und die letzte Seite. Haben wir dann noch das. Ja. Let's go ice skating. Ach, das ist wahrscheinlich Schlittschuhfahren, ne? Ice skating, ja. Auf jeden Fall sehr schöne Sachen. Das war's dann jetzt auch. Okay, nicht ganz. Ich habe noch Zahnstocher gekauft. Die waren für die Käseplatte, die wir nicht gemacht haben, weil wir viel zu viel Essen hatten. Also ich glaube, ich hätte die halbe Nachbarschaft noch mit verköstigen können. Über Tage. Ja, ich neige manchmal etwas zu übertreiben. Okay, ihr Lieben. Das war mein Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Denkt bitte auch noch daran, wenn ihr beim ATC Adventskalender mitmachen wollt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch noch bis zum 30.09. dort eintragen. Mindestens 20 Teilnehmer müssen es sein, weil sonst schaffe ich dann halt nicht mehr zu machen. Wenn ihr mehr als einen Adventskalender machen wollt, könnt ihr euch natürlich auch gerne doppelt, dreifach, zehnfach eintragen, wie ihr das möchtet. Bedenkt halt wirklich einfach nur, dass die Sachen dann auch entsprechend pünktlich bei mir einkommen müssen. So, ihr Lieben, dann werde ich jetzt hier mal wieder aufräumen und mal gucken, was mein Mann so macht. Und morgen oder übermorgen werden wir in die Therme fahren. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, bleibt kreativ und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao!